Was geht ab, meine lieben Freunde? Ey, falls ihr mich noch nicht eingetragen habt beim Supporter Creator, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr meinen Code Revenzeit einfach eingeben würdet, meine Freunde. Das wird nach 14 Tagen wieder gelöscht, also vergesst nicht immer wieder abzuchecken. Ich würde mich echt mega dafür bedanken. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da bei diesem Video. Dankeschön, ich küsse eure Augen. Viel Spaß bei diesem Video. Ciao. Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich bin natürlich heute nicht alleine, meine Freunde, sondern habe jemanden ganz, ganz besonderen dabei, den lieben Chef Strobel. Was geht? Jo, servus. Digga, was haben wir uns hier... Also, ich meine, ganz kurz, Leute, das Ziel ist es, oben anzukommen. Und ich kann euch mal ganz kurz zeigen, ohne dass wir das Ziel starten, was die Schwierigkeit ist. Erstmal haben wir hier halt überall Eis. Ihr seht, was passiert, wenn man halt das Eis nicht, dann stirbt man halt und fällt ins Nichts. Und zweitens haben wir dann noch die ganzen Fahrzeuge, die quasi von oben runterfallen und uns daran hindern, oben anzukommen. Es gibt wohl eine Zwischenebene, man kann dann auch halt hier die Bouncer nehmen. Und dann landet man halt hier irgendwo und dann heißt es halt, okay, hier hochzukommen. Ihr seht schon halt, die Fahrzeuge machen eine Menge Schaden und knallen uns halt runter und so weiter und so fort. Und darum geht es quasi in dieser Map, einfach oben anzukommen. Digga, meinst du, man kriegt das überhaupt hin? Also ja, jetzt mal. Das Problem ist ja, wenn du auf diesem Eis bist, dann slidest du ja so runter. Ich habe dir ja schon einmal ganz kurz das schon angeschaut. Ja. Und ich habe es noch nicht so richtig rausbekommen. Du kannst ja, wie gesagt, ab und zu in die Autos einsteigen, aber manche steuert es halt richtig rum und töten dich halt instant. Das ist auch so unberechenbar halt, ne? Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal die Map. Schauen wir mal, wer es von uns beiden als erstes schafft, okay. Ob man sich auch ein bisschen irgendwie helfen kann. Na gut, da ist schon ein Trick raus, dass man da so zweimal hochspringen muss. Ja, das geht auf jeden Fall. Oh, jetzt kommen die Autos. Oh, Alter, wie viele das noch sind. Nein! Oh, ja, okay, mich hat schon... Mich hat schon mal richtig weggehauen. Ich hätte schon mal einen Tipp geben, versucht hier auf jeden Fall nicht diese Golfcart zu nehmen, sondern die Quads. Zum draufspringen. Nein, oh mein Gott, ich krieg nicht... Wieso? Hä? Warum werde ich jetzt... Okay, ich konnte nichts machen. Okay, da ist Damn, ich bin einmal komplett runtergeschleudert worden und ich weiß nicht genau warum. Manchmal ist es so random, oder? Ja. Ich will jetzt hier irgendwo einen Quad nehmen, aber ich hab übel Schiss. Das da, das hier vielleicht? Wo? Oh. Ich hab's. Hallo. Ich kann nicht fahren. Hallo! Verlass! Verlass! Nein! Verlass! Nein! Ich kann der Abgrund! Der Abgrund ist immer näher! Jetzt guck dir das an! Ja, jetzt! Okay. Meinst du, man schafft es so, dass man einfach hochfährt? Nee, oder? Nee, das Problem ist jetzt gleich. Jetzt kommt gleich dieser, ich weiß nicht, was das ist, diese Speed-Teile. Dann müssen wir absteigen, weil das zieht uns ja wieder zurück. Guck, das hier meinte ich. Da muss ich, glaube ich, wieder absteigen. Ja, ich bin, glaube ich, tot. So wie es aussieht, oder? Okay, ich stehe auf so einer Zwischenebene. Ich flieg! Nein! Nein! Du Gott! Der Falsche, an dem man hier... Oh mein Gott, das mit dem Eis ist so unberechenbar. Wenn man einmal in diesem Grind drin ist, kann man nichts machen, ne? Ja, du... Wenn man einmal... Man kann es nicht verhindern. Oh mein Gott, ey. Das erinnert mich voll... Kennst du Indiana Jones, die ganzen Filme? Ja. Wo diese fetten Brocken runterkommen? Ja, und das erinnert mich auch. Aber ich verstehe immer noch nicht, was oben der Trick ist. Du musst irgendwie, wenn du auf dieses Speed-Teil fährst, absteigen. Ja, moin. Okay, ich bin raus. Hau rein. Das ist doch nicht wahr. Also ich glaube, hochfahren ist auf jeden Fall der Trick. So anders funktioniert es, glaube ich, nicht. Ja, aber mit diesen Golfkarts kriege ich das gar nicht hin. Also ich kriegst du irgendwie hin mit den... Aua, nein! Ja, oh, man kann auf die Golfkarts aufsteigen und dann halt sich damit hoch, weißt du? Also quasi, indem man... Siehst du, guck mal hier, wenn man halt quasi... getötet, Hals, Maul! Echt jetzt? Ja. 9 HP, the dream! 9 HP, the dream. Man darf nicht zweimal auf diese Eisflächen draufgehen. Okay, ich habe einen Golfkart halt, aber es bringt nichts, ne? Ja, das Problem ist, wenn du halt hinten aufsteigst, ist halt vorbei. Aber guck mal, ich fahre mit dem Golfkart hier gerade hoch. Echt? Ja. Dann behalt das mal. Ich schau mal ganz kurz so, wie macht man das jetzt hier? Ne, unmöglich. Unmöglich, Alter. Ich hab's. Nein! Nein! Es bounced dann halt weg, ne? Ich hab's gerade gehabt und dann hat mich ein Quad einfach wieder weggeschleudert. Ich weiß nicht, wie es danach weitergeht. Hier kommt gerade ein sehr, sehr sexy Golfkart für mich an. Na, komm her. Also natürlich. Mit dem Golfkart kann man da echt gut hochfahren. Ich hab's aber gerade geschafft. Du musst kurz davor abspringen, bevor du auf diesem Speed-Teil bist. Ja, okay. Dann steuert dein Auto nämlich... Also der. Ja, ich hab's geschafft. Nein! Ich war an der Tür! Nein! Ich war an der Tür! Nein! 3, 2, 1 und runter. Nein, ich war zu früh. Ich war eine Sekunde zu früh. Egal, warte, ich nehme das hier. Nein! Da, als ob! Was habe ich gerade gemacht? Ich habe gerade den kranksten Move gemacht. Ich habe mich einmal um 60 Grad gedreht. 90 Grad gedreht mit dem Ding und dann bin ich ausgestiegen wieder. Ich kann das nicht aufhalten. Nein! Halt an! Halt an, bitte! Nein! Bitte halt doch an! Nein, warum tust du so? So, okay. Jetzt heißt es gleich runter. 3. Oh nein, oh nein. Nein. Okay, warte, ich hab das. Nein, Strobel. Okay, ich glaube, bremsen. Kann ich bremsen? Ich muss aus. Ja, ich hab's. Nein, halt's Maul. Ich hab's ganz knapp geschafft. Ich bin ausgestiegen und hab gepanickt. Du musst ja vertrauen. Ich bin ein sehr guter Fahrer. Ich bin eben bei 20 cm Neuschnee in Köln mit dem Hinterradantrieb gefahren. Okay, 3, 2, 1 und... Ich hab's geschafft. Jetzt hat das Problem, dass ich halt hier...
Nein, Digga, komm schon, komm schon. Das ist einfach nur lächerlich, Digga, ehrlich. Das ist einfach nur eklig. Oh, Mann. Warte, warte. Hallo. Nein. Ja, ja. Und dann müssen wir uns oben quasi das nächste Auto grabben, weißt du? Ja, ich wenn wir es quasi geschafft haben, wenn wir genau abspringen. Nein. Aber was mache ich denn jetzt hier? Guck mal, das Auto ist doch viel zu schnell. Du musst dir, glaube ich, ein anderes Auto ziehen. Was denn? Du glaubst ja nicht, was gerade passiert ist. Mich hat so ein Quadramme nach vorne geschleudert, über den Bouncer, auf einen anderen Bouncer. Ich bin jetzt hier oben, wenn du das siehst. Oh nein. Ich weiß ja nicht, wie ich weiterkomme. Wann raus? Jetzt. Jetzt. Ich drück E und es dauert bei mir eine Sekunde, bis ich aussteige. Ja, oh mein Gott! Ja, guck, genau so, so hab ich's auch. Oh mein Gott! Guck, ist wo ich bin! Oben? Ich bin nicht ganz oben, ich bin nicht ganz oben. Aber genau so, so wurde ich vorhin auch hochgebaut. Nein! Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Oh mein Gott, ich bin auf dem Bouncepad. Ja, das ist geil, da war ich auch. Du kannst auch jetzt auf den einen Freien da gehen oder so. Ich weiß nicht, was du versuchen kannst, aber irgendwie, irgendwas muss da gehen. Scheiße, Mann, was mache ich jetzt? So weit war ich noch nie. Alter, diese Autos nerven mich so hart. Die fliegen alle auf mich zu, das ist so ein Horror hier oben. Okay, ich brauche einfach nur eins, was nicht gefroren ist. Dann fahre ich da hoch und hab's geschafft. Nein. Was? Oh mein Gott. Ich müsste halt eigentlich das Glück haben, dass ich halt ein Auto erwische, was nicht gefroren ist. Was passiert hier oben halt nicht, weißt du? Okay, was ist, wenn ich da oben gegenspringe und dann darüber? Was ist die... Was? Ich bin so weit gekommen, wie wir noch, glaube ich, noch gar nicht gewesen sind da oben bei der Stelle. Echt? Bist du in das Bouncepad gesprungen oben? Digga, ich bin im vorletzten Bouncepad gewesen. Also das, was so seitlich steht? Ja, richtig, genau. Aber da war ich auch. Und da stand ich halt oben und bin dann in ein Auto eingestiegen. Da steht man dann halt und dann... Komm jetzt einfach Lucky! Nein! Weißt du was, wir versuchen es jetzt einfach so, wir versuchen es einfach genau so. Wir warten jetzt einfach, bis irgendwas da drüber fährt und dann boost ich einfach drüber und dann gucken wir, dass wir das jetzt einfach irgendwie, weißt du? Ich weiß, das man ja. Aber wir leben, glaube ich, jetzt die längste Zeit. Wir sind lange nicht mehr gestorben. Mann. Ich hoffe einfach, dass genau in so einem Moment einfach irgendwas an Fahrzeugen runterkommt. Aber es muss doch hier irgendeinen Trick geben. Kann man doch nicht sagen, dass das auf Luck basiert. Ja, guck mal, Digga, also... jetzt ist RIP. Oder? Oder, warte. Halt. Oh, der ist safe. Also guck mal, du kannst ja auch links und rechts da irgendwie null reinkommen. Ich verstehe auch gar nicht, wie das ja, guck mal. Na komm, triff mich am Kopf, los. Fahr mal hier kurz links an den Rand, ich will kurz sehen, wenn ich aussteige, ob ich da reinspringen kann. Ja, kannst du. Echt? Nee. Ey, ich hab echt keinen Bock mehr, das ist so random, wirklich. Das ist, glaube ich, einfach nur Luck. Egal, was du hier versuchst, du wirst immer wieder weggeschleudert von herunterkommenden Fahrzeugen. Ich habe das Gefühl, als wäre einfach die Lösung zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Es gibt keinen Master-Trick oder sowas, weißt du? Ey, Mann, ich hab so lange mit diesem Quad überlebt und jetzt... Oh! Ey, wir machen es doch die ganze Zeit falsch. Du kannst da drüber so laufen und kannst einmal springen. Ich bin die ganze Zeit zweimal gesprungen, das wusste ich gar nicht. Halt, Mau, ich hab's geschafft. Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott, ey. Weißt du was, du kannst ein bisschen auf den Eisflächen laufen. Ich wusste das nicht, ich bin die ganze Zeit gesprungen. Aber kann man ja nicht, oder? Doch, du kannst ein bisschen laufen. Du kannst ein bisschen laufen und dann slidest du ein bisschen und dann springst du einfach. Ja! Komm, hol mich einfach ab. Wir fliegen jetzt gemeinsam da hoch und es reicht mir. Kannst du aufsteigen? Sehr gut. Okay, let's go. Geil. Nein, Bro. Nein. Vorsichtig. Der Abgrund ist nah. Ja, sehr schön. Okay, Leute. Wir haben es geschafft, ja? Wir beide haben es geschafft. Guckt es euch an, Leute. Oh, Alter. Schwede, Junge. Ist das eine ekelhafte Map gewesen, wa? Ja. Also ich wusste... Strobel, Mad Respect an dich. Danke, Mann. Ich hab's einfach nicht gerafft, dass du am Anfang so ein bisschen noch über diese Eisflächen laufen kannst. Und dann kannst du erst springen. Dann musst du halt die ganze Zeit diese Eisflächen versuchen zu dodgen. Ich flieg jetzt hier unten in den Abgrund rein. Oh mein Gott, wo bin ich? Jetzt. Ja! Ich hab's überlebt. Lol, jetzt hängt hier unten ein Flugzeug drin. Leute, ich würde sagen, wenn ihr mal genau sehen wollt, wie Strobel das gemacht hat, schaut mal bei ihm vorbei. Meine Motivation ist damit auf jeden Fall am Boden, Leute. Aber immerhin haben wir es trotz... alledem irgendwie hinbekommen und mit diesen Granaten da hochzukommen, das wäre eigentlich relativ easy gewesen, ne? Ja. Naja, also wie gesagt, du bist einfach hier über die Eisflächen quasi gelaufen, oder wie? Ja, du kannst ein bisschen laufen und dann musst du im letzten Moment abspringen. Ich habe halt davor immer auch so einen Double Jump gemacht und das war halt mein Fehler. Und dann musst du hier einfach diese... Ah, guck mal, ja, ich sehe es, ich bin jetzt auch hier. Also ja. Links oben in dieses, nochmal nach links oben rein. Erst ein bisschen laufen, dann rein, dann in die Mitte. Und dann läufst du wieder ein bisschen. Ja, ich versteh's. Aber warte. Das war, glaube ich, nur unser Fehler. Wir haben die ganze Zeit einfach nur übel falsch gedacht. Wir sind halt dumm. Ja, Mann. Extrem dumm. Naja, gut, Leute. Ihr seht auf jeden Fall das Prinzip. Ich habe jetzt keinen Bock mehr noch weiter auszuprobieren. Ich bin hier durch, Alter. Ich bring mich jetzt um, Leute. Schaut auf jeden Fall bei Strobel vorbei.
Matt, Shoutout an den Map-Ersteller, auf jeden Fall richtig krasse Map. Und wenn ihr mehr von solchen Custom-Maps sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Kennt meinen Creator-Code, ich küsse eure Augen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Meine Freunde, was geht? Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt mittlerweile einen Zweitkanal für Stream-Highlights, Reactions, Real-Talk und sonstigen Kram. Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung und folgt auf jeden Fall bei diesem wunderbaren Twitch-Highlight-Kanal rein, meine Freunde. Lasst uns bei der Revi-Gang ganz schnell die 100k voll machen. Ciao.